Smarana, ihr Lieben, ich freue mich so auf dieses Video, denn wir tauchen heute mal in die Astralwelten hinein und ich habe auch deswegen dieses Hintergrundvideo gewählt, dass wenn da so ein bisschen, ja, jetzt schon ein Feeling dafür bekommt. Die Astralwelt fasziniert mich schon viele, viele, viele Jahre und ich habe auch eine ganz besondere Heiltechnik, sogar hier auf YouTube eingestellt. Ich habe nur nicht dazu geschrieben, dass ich da mit der Astralheilkraft wirke. Und zwar gibt es ein Video, das heißt Heile deine Wirbelsäule. Und da habe ich also mit dieser Heiltechnik gewirkt. Und das ist alles diese Energie in dem Video drinnen. Also wer da Probleme hätte mit seiner Wirbelsäule, schaut mal da oben. Ich habe es verlinkt und auch unten. Ich werde es oben und unten verlinken. Da könnt ihr das mal so anhören und ja, euch da in der Wirbelsäule regenerieren. Das Astralfeld und der Astralkörper, das sind ja zwei verschiedene Dinge. Der Astralkörper ist das Abbild von deinem physischen Körper auf feinstofflicher Ebene. Also dein Astralkörper spiegelt genau deinen Körper wieder mit allen Organen, mit allen Knochen, Sehnen, alles komplett ist da drin. Und wenn man jetzt also die Möglichkeit hat, dort hineinzutauchen, also energetisch natürlich, und dann kann man also seinen ganzen Körper sehen, man sieht oder fühlt die Organe und kann dann da wirken. Und was auch besonders interessant ist, finde ich, man kann im eigenen Astralkörper erkennen, den Alterungsprozess erkennen, man kann erkennen, ob ein Organ krank werden wird und natürlich die schon krank sind auch und natürlich die Gesunden auch. Also man kann, und das ist das Wichtige eigentlich für mich, schon bevor man eventuell eine Krankheit bekommt, wird es im Astralkörper angezeigt. Und da kann man natürlich dann sehr gut dem entgegenwirken und in die Gesundheit schon vorher gehen und dann passiert erst sowas gar nicht. Und das andere, das ist das mit der Verjüngung. Man erkennt also den Alterungsprozess, bevor er deinen physischen Körper erreicht, schon im Astralkörper. Und das ist auch so ein bisschen mein Geheimnis. Da arbeite ich natürlich sehr auch aktiv für mich. Und ihr seht ja an meinen Videos, also ich behaupte jetzt mal, dass ich immer mit der Zeit, wenn man so die Jahre mal zurückgeht, dass ich jetzt jünger aussehe als wie vor 1, 2, 3, 4, 5, 10 Jahren. Und das ist also ein kleines Geheimnis von mir. Wer all diese Geheimnisse entdecken möchte oder überhaupt auch mit der Technik mal arbeiten möchte, der kann bei mir ein Webinar buchen. Ich habe es euch unten verlinkt und zwar heißt es Astralfeld, Therapie. Und das ist das Faszinierende überhaupt, für mich jedenfalls. Und heute werden wir das Astrallicht zusammen kennenlernen. Wir werden oder ich werde mich bemühen, dass ihr in der Nacht, in dieser tiefen Meditation am Ende des Videos, dieses Astrallicht in euch erzeugen könnt. Und das ist so der erste Schritt, um überhaupt in Kontakt damit zu kommen, in Kommunikation mit seiner Seele zu gehen. Man sagt ja auch, dass der Astralkörper so der Umhang für die Seele ist, also dass ein sternenförmiger Umhang, der die Seele umgibt. Also der Astralkörper, der ist immer feinstofflich da, der ist also niemals weg und unser Unterbewusstsein kommuniziert mit dem Astralkörper immer dann, wenn wir schlafen. Das heißt also, alles, was im Astralkörper kommuniziert wird, Hilfe, Sprachfehler, alles, also alles, was da kommuniziert wird, wirkt dann auch auf unser Leben ein. Und wenn man da bewusst dabei ist in dieser Kommunikation, kann man ganz viel für sein Leben ändern. Und dann ist noch etwas auch sehr Interessantes, wenn die Seele die Erde verlässt, taucht sie erstmal mit ihrem Astralkörper in das Astralfeld ein, was dafür vorgesehen ist, also ihr persönliches Astralfeld. Und in diesem Astralfeld ist es möglich, dass du deine ganze Familie triffst, also all die Menschen,
die schon gegangen sind, die wirst du dort treffen können, die werden dich unterstützen. Und das ist hochinteressant. Und man kann also auch über diese Technik, über diese Stufen in das Eintauchen, also wenn du noch lebst, jetzt auf der Erde und die Möglichkeit hast, dort hineinzutauchen in dieses Astralfeld, in dein persönliches Astralfeld, dort könntest du auch mit deiner verstorbenen Familie kommunizieren und vielleicht alles Mögliche erfahren, Weisheit bekommen und über dich auch Näheres erfahren. Also mich fasziniert es sehr und es ist etwas, was man jetzt alles mit dem Verstand überhaupt nicht verstehen kann, weil der Verstand ja wieder nur logisch denkt und vor allen Dingen der Verstand fängt dann an mit Gefahren und das ist gefährlich und das sollst du lieber nicht machen. Da kann ich euch beruhigen, wenn ich das mache oder wenn wir nachher dieses Astrallicht in uns mal entstehen lassen, befinden wir uns immer in einem geschützten Raum und in diesem geschützten Raum ziehst du nur Positives an. Es kommt natürlich drauf an, was du denkst. Wenn du jetzt mit Angst etwas tust, wirst du Angst anziehen. Also deswegen ist die innere Einstellung natürlich wichtig. Und deswegen ist es gut, wenn der Verstand erstmal still ist, weil der für solche Dinge zuständig ist, für Angst und Zweifel und Sorgen. Aber wenn man in so eine hohe Dimension eintaucht, weil das ist ja eine viel höhere Dimension als jetzt hier die 3D-Dimension. Und dann hat man da ja sowieso den Verstand gar nicht dabei, weil er da nicht eintauchen kann. Also da ist man dann mit seinen Sinnen in diesen Welten, in diesen Astralwelten und hat eine ganz andere Kommunikation. Das ist also so, dass der Astralkörper hat eine bestimmte Schwingung, deine persönliche Seelenschwingung. Und wie gesagt, er hüllt deine Seele ein. Und im Astralkörper kannst du die ganzen Organe sehen. Du kannst deinen ganzen Körper, also der ist komplett da abgebildet. Das ist ein Spiegelbild. Alles ist da wahrzunehmen. Und im feinstofflichen Bereich kann man also viel einfacher heilen als wir jetzt hier am Körper, weil das im feinstofflichen Bereich keinen Widerstand hat. Es ist keine Materie da in dem Sinn. Und dann holt man diese Heilung, die im feinstofflichen Bereich vollzogen wurde, auf die Erde herunter. Dafür gibt es ganz besondere Techniken und die sind natürlich sehr effektiv. Was man auch tun kann, wenn man zum Beispiel in die persönliche Astralebene eintaucht, dort in diese Ebene, wo eben dann normalerweise die Seele geht, wenn sie von der Erde geht. Und wenn man da schon vorher eintaucht, kann man das auch das vergangene Leben, kann man alles sehen und man könnte sogar vergangene Dinge, die vielleicht unschön waren, könnte man ändern und schöner machen und auch zukünftige Dinge, wenn man Wünsche und Ziele hat, könnte man die dann da schon auch platzieren und eben dort verankern. Und dann, wenn die Seele wieder inkarniert, würde sie das dann auch mit auf den Seelenweg nehmen. Also sie entscheidet sich natürlich dafür. Und wenn du es jetzt aber machst, wenn du noch lebst, und setzt da bestimmte Dinge in deine Astralebene, dann können sie sich in diesem Leben auch einfach erfüllen. Also es ist total spannend und ich bin so gespannt, was ihr dazu sagt, weil es ist eine Welt, die ist uns eigentlich fremd, normalerweise fremd, wenn man sich nicht damit befasst, aber sie ist ganz präsent, weil der Astralkörper kommuniziert ja mit dem Unterbewusstsein und immer dann, wenn du schläfst. Also es ist ein stetiger Austausch, ein Seelenaustausch, kann man sagen, mit diesem energetischen Abbild deines Körpers und auch deines emotionalen Bewusstseins, weil der Astralkörper trägt ja ein emotionales Bewusstsein. Also die Gefühle sind da sehr verankert und diese Kommunikation, die findet immer statt, meistens im Schlaf. Und deswegen, wenn man die so ein bisschen da sich damit befasst, damit
bewusst dann diese Kommunikation vielleicht steuern kann, kann man sehr viel schöne Dinge auch für sein Leben manifestieren. Das ist so auf eine ganz andere Art manifestiert und ist natürlich in einer sehr hohen Schwingung, die man normalerweise nicht hat, wenn man auf der Erde so im alltäglichen Leben ist. Also das ist mehr als in der Traumwelt. Also in der Traumwelt beginnt sich die Seele zu öffnen, taucht dann mit ihrem Astralkörper in das persönliche Astralfeld ein und kommuniziert. Und ich bin immer so neugierig. Ich möchte das wirklich alles auch wissen, was da geschieht, weil es betrifft ja mein Leben, es betrifft meinen Körper, es betrifft mich. Ich könnte mir vorstellen, dass euch das auch so sehr interessiert. Und von daher werden wir jetzt gleich dieses Astrallicht in uns mal entdecken, einfach nur mal reinfühlen und testen, wie fühlt sich das an, was ist dieses Licht, weil es ist ja auch etwas ganz Persönliches und dieses Licht ist praktisch so die erste Stufe, um überhaupt mal in Kontakt mit dem eigenen Astralkörper zu kommen. Es gibt noch viele, viele Sachen, die es darüber zu berichten gäbe. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht tun. Ich wollte euch nur mal so ein bisschen einen Geschmack geben, was das für ein faszinierendes Feld ist, diese Astral-Sache, sage ich einfach mal. Weil du kannst ja auch Astralreisen machen, aus deinem Körper herausgehen und dann ins Astralfeld reisen und dort alle möglichen Geisteswesen treffen. Was wir jetzt mit dem Licht, mit diesem Astrallicht machen werden, wenn das bei euch klappt, kann man über dieses Astrallicht die Engel, die Lichtwesen erkennen und zuerst zeigen sich die Elohim. Und das freut mich so sehr, weil die Elohim sind ja die Schöpferengel auch, die ganz nah bei Gott sind und die Strukturen, die Energiestrukturen auf der Erde halten und lenken. Und also möglicherweise gelingt es ja den einen oder anderen von euch jetzt tatsächlich mal einen Elohim zu sehen. Also ich nehme diese Lichtwesen immer als Licht, als strahlendes Licht wahr. Das ist bei mir so eine ovale, sehr helle, ovales Gebilde, was dann Licht ausstrahlt. Und dieses Licht wird, je weiter es ist, dann schwächt dann langsam ab. Also es ist ein intensiver, heller Lichtkern, der strahlt. So nehme ich diese Wesen wahr. Und natürlich nimmt die jeder Mensch auf seine eigene Art und Weise wahr. Und da gibt es auch kein richtig und falsch. Ja, dann fangen wir mal an. Ich sprühe mich mal ein mit der Fülle, mit der 999. Ich habe halt da viel Spaß dran. Und mit der Kundalini, huhu. Und ich schicke euch auch ein bisschen Energie rüber, sodass ihr da die Feinfühligen unter euch werden das spüren. Und meine Haare sind irgendwie so lang geworden. Ich war schon über ein Dreivierteljahr nicht mehr beim Friseur, als er dauernd nicht ging. Und jetzt habe ich auch irgendwie ja diese Routine verloren. Mal gucken, vielleicht gehe ich demnächst mal. Dann findet ihr mich, wenn man hier so viel soll dann schon ab. Ja, also, dann macht euch bereit. Und ich wünsche euch jetzt schon ganz viel Freude, ganz viel Spaß und Freude mit dieser geführten Meditation in dein Astrallicht. Geliebter Mensch, ich begrüße dich mit meiner inneren Freude
und mit meiner liebevollen Achtsamkeit zu dieser geführten Meditation. Diese Meditation ist etwas ganz Besonderes, denn wenn es dir gestattet ist, wirst du heute dein eigenes Astrallicht in dir entdecken. Und so bitte ich dich, dich oder dir zu erlauben, dich heute so tief wie möglich fallen zu lassen, um diese eine wundervolle Erfahrung machen zu dürfen. So atme nun das Licht von Smarana ein, das Licht von Gottes Nähe, welches sich gleich liebevoll um deine Schultern legt und du in diesem Moment spürst, dass du gut beschützt bist und Gottes Nähe bei dir ist. Du wirst heute in die Geheimnisse deiner Seele eintauchen und du wirst dich selbst ein wenig mehr kennenlernen als bisher. Du wirst den Kontakt zu deiner Seele spüren auf eine ganz andere, neue Art für dich. Und so fühle, wie das Licht von Smarana durch dich hindurchfließt, wie es dich ausdehnt und zu einer goldenen Sonne erstrahlen lässt. Spüre, wie dein ganzer Lichtkörper im goldenen Licht der Sonne strahlt. Und spüre auch, wie du innerlich immer ruhiger und gelassener wirst, wie sich dein Körper entspannt und du vertrauensvoll ohne etwas zu erwarten, dich einfach jetzt einmal fallen lässt. Dabei konzentrierst du dich auf deine Augen, auf die Stelle hinter deinen Augen, welche jetzt ganz dunkel und schwarz ist. Es ist wichtig, dass du in diesem Moment wahrnimmst, dass es um dich herum ganz dunkel ist. Denn dies ist der erste Schritt, den wir jetzt zusammen unternehmen. So entspanne deine Augen und erkenne, dass es um dich herum dunkel ist. Und lass alles geschehen, was geschieht. Du weißt, du bist gut beschützt und Gottes Liebe ist bei dir. Und nun wird sich, wenn es dir erlaubt ist, wenn deine Seele bereit ist, dir ein Licht zeigen. Du kannst es dir auch vorstellen, wie ein zuerst ganz kleines, helles Licht erscheint. Und wie dieses helle Licht langsam größer wird. Nimm dir Zeit und erlaube dir, dieses Licht zu sehen,
mit deinem dritten Auge zu sehen. Und nimm dabei die Schönheit dieses Lichtes wahr. Nimm die Weisheit dieses Lichtes wahr. Und spüre, ob es da eine Verbundenheit zwischen dir und dem Licht gibt. Fühle, ob du dich von diesem Licht angezogen fühlst. Erkenne, ob die Flamme dieses Lichtes flackert. Und erkenne die große Strahlkraft deines Astrallichtes. Denn sobald dieses Licht zu strahlen beginnt, ist es mit dir verbunden und verschmilzt mit dir. In diesem Moment ist der Kontakt zu deinem Astrallicht hergestellt. Dieses Astrallicht ist die Verbindung zu deiner Seelenweisheit, die Verbindung zu all deinen geliebten Leben, die Verbindung zu all dem, was du noch erleben wirst. Es ist die Verbindung zu der Intelligenz deiner Seele. Vielleicht zeigt dir dieses Licht ein paar Bilder, dann lass es einfach geschehen. Ich gebe dir ein wenig Zeit, um mit deinem Astrallicht zu kommunizieren. Und vielleicht ist es dir jetzt möglich, einige Lichtwesen zu erkennen, denn sie zeigen sich, wenn dein Astrallicht leuchtet und strahlt, genau wie jetzt. Und vielleicht kannst du auch die Gesänge der lichten Wesen, die Gesänge der Sternensaat wahrnehmen. Denn sie singen voller Freude. Das Lied des Lichtes für dich und für deine Seele. Und dann, nach einer Weile, bedanke dich bei den lichten Wesen, bei deinem Astrallicht und deiner Seele für all dies, was heute geschehen durfte. Und komme dann in deiner Geschwindigkeit wieder, in dein Hier und Jetzt zurück in deine Räume.
und fühle, wie es sich anfühlt, denn es wurde eine Verknüpfung hergestellt zu deinem Astrallicht. Ja, und wenn du jetzt wieder da bist, bin ich so gespannt, was du sagst. Diese Reisen, es war jetzt noch keine Reise, aber diese Aktivierung des Astrallichtes ist etwas ganz Heiliges. Und in meinem Webinar werden wir intensiv in diese Energie eintauchen und dann auch sehr viele Heiltechniken erfahren. Wir werden mit dem Astralstab wirken, mit der Astralnadel. Wir werden so viele schöne Dinge tun. Und ja, es ist jedes Mal auch für mich so, dass ich innerlich ganz still werde und demütig bin für all dieses Große, für dieses Wundervolle, wo wir doch den Zugang dazu bekommen, über unsere Seele und unsere Liebe. Ich danke dir sehr, dass du hier warst. Ich werde natürlich auch auf Telegram noch was sagen. Und mir kommt auch gerade so die Idee, dass wir am spirituellen Treffen in Marburg auch so ein bisschen noch mit dem Astralfeld wirken werden. Weil es ist einfach essentiell gut und essentiell wichtig, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, weil es betrifft ja unsere Seele, unser Leben. Und diese Dinge sind sehr wichtig. Ich danke dir, dass du heute hier warst und ich wünsche dir eine wundervolle Zeit, eine Herzensumarmung und ein Küsschen, ein Windküsschen. Bis dann!